Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute vermutlich ein extra langes Video für euch, denn ich habe über die letzten Monate, wirklich Monate hinweg, also eigentlich schon seit dem Sommer, eine Liste geführt mit Buchneuerscheinungen, die uns im Jahr 2022 erwarten. Ich dachte mir lieber früh anfangen, als dass ich dann zum Jahresende irgendwie stundenlang hier sitze und alles raussuche, sondern ich habe einfach permanent immer ein bisschen aufgeschrieben, um mir eben die besten Neuheiten des neuen Jahres rauszusuchen, damit ich die ganz toll für euch in ein Video packen kann, um euch die zu präsentieren oder euch die so ein bisschen vorzustellen. Das Video wird, wie gesagt, vermutlich sehr, sehr lang, denn es sind einige Bücher auf meiner Liste gelandet. Das heißt, holt euch am besten irgendeinen Snack, irgendeinen schönen warmen Weihnachtstee, ein paar Kekse dazu oder so, damit ihr es auch gemütlich habt, während ihr dieses extra lange Video anschaut. Ich versuche das Ganze auch so übersichtlich wie möglich für euch zu gestalten. Also wenn es Reihen sind, die rauskommen, dass ich dann wieder alle Cover gleichzeitig versuche einzublenden mit den Daten, wann sie genau erscheinen. Ich werde dann ein bisschen darauf verzichten, wirklich nochmal Titel und Verlag mit einzublenden. Das wird dann einfach ein bisschen zu aufwendig. Ansonsten, ich würde euch auch jeweils den ersten Teil, wenn es eine Reihe ist, in der Infobox versuchen zu verlinken, denn die Infobox ist leider vom Platz her sehr begrenzt. Und da es wirklich viele Bücher sind, kann ich leider nicht Band 1, 2 und 3 und im Zweifel 4 noch verlinken. Das würde einfach zu viel Platz wegnehmen. Also wenn eine Reihe mehrere Bücher umfasst, die nächstes Jahr rauskommen, dann verlinke ich euch den ersten Band und dann könnt ihr vielleicht darüber auch die Folgebände finden, falls die für euch interessant sind. Ansonsten möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ich zu dem Thema englische Übersetzung bereits ein Video hochgeladen habe, weil es sonst einfach den Rahmen gesprengt hätte, wirklich ein Video über alles zu machen. Das heißt, was gerade englische Übersetzungen angeht, möchte ich euch nochmal auf dieses Video verweisen. Schaut euch das gerne an. Hier wird es also hauptsächlich um Bücher gehen, die von deutschen AutorInnen veröffentlicht werden. Natürlich sind hier auch ein paar englische mit dabei, die ich dann vielleicht in einem anderen Video vergessen hatte anzusprechen oder die mir jetzt einfach in der Zwischenzeit auf die Liste gerutscht sind. Aber wirklich der Hauptteil der englischen Übersetzungen ist in dem anderen Video zu finden. Also schaut dort gerne vorbei. Da das ansonsten auch den Rahmen sprengen würde, kann ich natürlich auch nicht alle Neuheiten mit in dieses Video aufnehmen, die ich im Laufe des Jahres so gesehen habe, sondern wirklich nur die, die mich auch am meisten mit ansprechen. Aber um wirklich genauen Einblick nochmal zu kriegen, mache ich ja auch jeden Monat die Neuerscheinungsvideos. Das heißt, alle Bücher, die ich jetzt hier vielleicht nicht nenne, könnten dann prinzipiell auch in den einzelnen Monaten der Neuerscheinungsvideos nächstes Jahr rauskommen. Ihr könnt aber natürlich, und da würde ich mich auch sehr darüber freuen, die Kommentarfunktion benutzen, um auf Neuheiten aufmerksam zu machen, die ich jetzt nicht genannt habe. Das heißt, wenn ihr wisst, irgendein bestimmtes Buch erscheint nächstes Jahr und ihr wollt das vielleicht gerne kommentieren, dann macht das. Es wird bestimmt einige Zuschauer geben, die das auch nützlich finden. Also gerne rein damit in die Kommentare. Dann können wir uns unter Bücherverrückten quasi gegenseitig auf die Neuheiten aufmerksam machen. Und ich würde sagen, ich beginne direkt mal mit einer Autorin, die ich persönlich sehr, sehr gerne habe. Es ist keine deutsche Autorin, sondern eine englischsprachige Autorin, nämlich Emma Scott, die wieder mit einer neuen Reihe um die Ecke kommt und auch den letzten Teil einer bereits begonnenen Reihe im nächsten Jahr veröffentlichen wird. Das ist nämlich der letzte Teil von der Only Love-Reihe Someday, Someday wird er heißen. Das Buch wird im Januar erscheinen und es geht hier um Max, der es geschafft hat, von der Straße wegzukommen, um sich ein ganz neues Leben aufzubauen. Der Job als Pfleger für Pharma-Mogul Edward Marsh scheint ein Glücksfall zu sein. Doch Max hat nicht mit dem Netz aus Geheimnissen gerechnet, das die Familie Marsh umgibt. Und noch weniger mit Silas Marsh, Erbe des Pharma-Imperiums und so kalt wie Eis. Aber Max sieht den Schmerz und den Selbsthass in ihm, sieht, wie er sich verzweifelt gegen die Gefühle wehrt, die zwischen ihnen aufkeimen. Doch nur wenn Silas zu seinem wahren Selbst steht, hat ihre Liebe eine Chance. Klingt auf jeden Fall richtig toll und das wird definitiv bei mir einziehen. Ich habe ja bereits Be My Tomorrow gelesen und Forever Right Now habe ich schon zu Hause. Das sind ja Band 1 und 2 der Reihe und wie gesagt, mit Someday, Someday hat die Trilogie dann ihr Ende gefunden oder ihren Abschluss. Und weil Emma Scott scheinbar gerne Trilogien veröffentlicht, kommt nächstes Jahr die Lost Boys Trilogie raus. Der erste Band wird heißen The Girl in the Love Song. Dann kommt When You Came Back to Me und der dritte Teil The Last Piece of His Heart wird wahrscheinlich dann erst 2023 wieder veröffentlicht.
Aber ja, also zumindest kommen nächstes Jahr wieder Band 1 und 2 raus. Ich lese euch gerne mal den Klappentext vom ersten Band vor und den vom zweiten Band würde ich mir jetzt an der Stelle, um das Video nicht noch länger zu machen, als es vermutlich wird, ersparen. So hatte ich es beim letzten Mal auch gemacht, als ich euch diese Art Video gemacht habe und ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Im ersten Band geht es um Miller. Der wusste von Anfang an, dass Violet die eine für ihn ist. Sie ist das Mädchen in seinen Liedern. Doch Violet ist fest entschlossen, ihre Freundschaft nicht zu ruinieren, sieht sie doch jeden Tag bei ihren Eltern, was passieren kann, wenn die Liebe vorüber ist und die Freundschaft ebenfalls in die Brüche geht. Sie tut alles, um Miller dabei zu unterstützen, mit seiner Musik groß rauszukommen. Aber wie lange kann sie ihm bei seinem Aufstieg zum Ruhm zusehen, ohne sich einzugestehen, dass sie allein das Mädchen in seinen Love-Songs ist und auch ihr Herz schon immer nur ihm gehört? Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Emma Scott hat einfach eine gewisse Art, sehr herzergreifend zu schreiben, wie ich finde. Und dementsprechend freue ich mich jetzt schon sehr auf ihr Buch oder auf ihre Bücher. Das Video, kann ich übrigens jetzt schon mal sagen, wird relativ New Adult-lastig, weil natürlich sehr, sehr viele, gerade Fantasy-Bücher, bereits in meinem gedrehten Video mit den Übersetzungen verbastelt sind. Deswegen wird dieses Video sehr, sehr New Adult-lastig, nur um das schon mal vorweg gleich anzukündigen. Dann erwarten uns nächstes Jahr Band 3 und Band 4 der Boston Bells Reihe. Das ist dann Band 3 heißt Monster und Band 4 heißt Rake. Es geht hier auch immer um verschiedene Pärchen, deswegen kann ich hier auch den Klappentext zumindest vom dritten Band vorlesen. Hier geht es um Ailing Fitzpatrick. Das ist auch ein merkwürdiger Name, habe ich noch nie gelesen, ehrlich gesagt. Sie ist jedenfalls nach außen hin die perfekte Prinzessin der Bostoner High Society. Aber hinter der makellosen Fassade versteckt sie ihre dunkle Seite. Die, die sich seit Jahren nach Sam Brennan sehnt, dem gefürchteten und herzlosen Mafia-Boss von Boston. Sam sieht in Ailing jedoch nicht mehr als die Tochter seines wichtigsten Klienten, der ihn großzügig dafür bezahlt, die Finger von ihr zu lassen. Bis Ailing in einer Nacht alles auf eine Karte setzt, um Sams Meinung zu ändern. Doch kann sie das Monster wirklich dazu bringen, sie zu lieben? Tatsächlich leider ein Thema, was mich so gar nicht interessiert, aber ich muss immer wieder sagen, bei der Boston Bells Reihe, dass die Cover einfach wunderschön aussehen. Also das ist wirklich, das haben die sehr, sehr gut gemacht. Dann wird von Annabel Steele nächstes Jahr eine komplett neue Reihe erscheinen, nämlich die World-Reihe. Der erste Band heißt Worlds Collide, Worlds Apart und der dritte Teil Worlds Beyond. Also gibt es auch wieder eine neue New Adult-Reihe von ihr. Und es geht um Fiona und das Thema finde ich übrigens sehr interessant. Sie hat es nämlich geschafft. Sie ist eine der erfolgreichsten Beauty-YouTuberInnen Englands, reist von Event zu Event und wird schon bald eine eigene Make-up-Linie herausbringen. Aber ihr Leben war nicht immer glamourös. Aufgewachsen in einer finanziell schwachen Familie nutzt sie ihre Reichweite, um anderen zu helfen. Ihr gutes Image gerät ins Wanken, als YouTuber Damien einen Skandal aufdeckt, in den Fiona unfreiwillig verwickelt ist. Bei einer Convention will sie ihren guten Ruf retten, doch dann sitzt bei einem Panel ausgerechnet Damien neben ihr. Finde ich insofern ein sehr, sehr interessantes Thema, weil bevor ich diesen Buch-YouTube-Kanal hatte, ich ja auch einen Make-up-Account hatte, auf dem ich schon jahrelang vorher gebloggt habe, also quasi in der Szene, auch wenn natürlich keine großen Zahlen da waren, ich aber auch zumindest aktiv war. Also das ist auf jeden Fall ein Buch, was mich vom Grundthema her schon sehr, sehr, sehr interessiert, muss ich sagen. Dann erscheint nächstes Jahr auch eine Reihe von Josi Wismar und ich meine, das ist ihre Debütreihe. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber das ist jedenfalls die Reihe Amber Falls. Der erste Band heißt Words I Keep, dann kommt Words You Need und Words We Share. Ich denke mal, es geht hier auch wieder um unterschiedliche Protagonisten, deswegen werde ich den ersten Klappentext auf jeden Fall mal vorlesen. Es geht um die schüchterne Studentin und Buchbloggerin Emily. Finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Gerade alles so, was mit Bloggern zu tun hat, finde ich irgendwie immer ganz interessant, weil man natürlich selber in dieser Welt auch so drin ist und ja, dann so ein bisschen auch die Vergleiche ziehen kann. Sie lebt jedenfalls mit ihrer älteren Schwester Cassidy im wunderschönen Amber Falls in den Rocky Mountains. Cass, ihre Bookstagram-Community und ihre beste Freundin Lexi und Will sind für Em das Wichtigste im Leben. Als sie dem attraktiven, aber undurchschaubaren David begegnet, fühlt sie es sofort. Die Aufregung des Neuen, das Knistern des ersten Verliebtseins. Jedes Mal, wenn sie sich begegnen, sprühen die Funken. Doch die Beziehung mit ihm verändert Em und treibt einen Keil zwischen sie und Cass. Kann er der Richtige sein, wenn er ihr Leben so durcheinander bringt? Em muss sich entscheiden oder sie verliert alles.
Gibt es Happy Ends doch nur in Büchern und nicht im echten Leben? Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, denn es ist ja tatsächlich öfter mal so, was man vielleicht auch schon mal im eigenen Freundeskreis kennengelernt hat, wenn jemand einen neuen Partner hat, dass ja auch sich gewisse Verhaltensweisen ändern. Und das finde ich interessant, dass das hier dann auch so wirklich mal thematisiert wird, denn das habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht so oft gehabt, dass das auch wirklich so zu so einem Problem gemacht wird. In Verbindung mit Josi Wismar möchte ich natürlich auch ansprechen, denn ich glaube, die beiden sind auch sehr befreundet miteinander, dass der dritte Band von Maren Vivien Haases Move-District-Reihe nächstes Jahr auch rauskommt, auf den ich mich persönlich auch unfassbar doll freue. Nicht nur, weil die Cover wunderschön sind und die Titel auch total schön, sondern weil auch die Geschichten mich bisher sehr interessiert haben, beziehungsweise ja sehr überzeugen konnten. Im dritten Band der Reihe wird es um Mackenzie gehen und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil Mackenzie uns bisher aus der Vergangenheit, ja, aus dem ersten Band schon so ein bisschen bekannt ist, aber ja, jetzt nicht aktiv in diesem Freundeskreis drin ist und ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich denke mal, Maren wird uns schon irgendwie überzeugen davon, Mackenzie auch zu mögen. Es geht jedenfalls, wie gesagt, um Mackenzie, die für eine Kooperation mit einer Sportmarke wieder nach New York geschickt wird. Und den Content für ihre Videos soll sie ausgerechnet im Move District einstudieren, ihrem ehemaligen Tanzstudio, das sie seit einem Eklat nicht mehr betreten hat. Auch ihre alte Clique ist wenig begeistert über das Wiedersehen und gibt Mackenzie keine Chance, ihre Sicht auf die damaligen Vorfälle zu schildern. Nur Brody, der ihr als Videograf für den Job zur Seite gestellt wird, weiß zum Glück von nichts, denn Mackenzie mag den zurückhaltenden und kreativen Brody auf Anhieb. Allerdings gefällt Mackenzies Management gar nicht, dass die beiden miteinander anbändeln. Das klingt auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz begeistert von Mackenzie. Ich bin scheinbar so ein Teil der Clique geworden, dass ich da auch ihr erstmal gar keine Chance geben will, sich zu erklären. Aber ja, mal schauen. Mal schauen. Wo wir dann gerade bei Fortsetzungen sind, wird auch der dritte Teil der Shetland Love-Reihe von Katinka Engel nächstes Jahr erscheinen. Es ist Where the Clouds Move Faster. Und die haben ja auch alle so wahnsinnig schöne Cover. Ich habe ja Band 1 schon zu Hause, Band 2 ist noch unterwegs zu mir, den hatte ich mir auch schon vorbestellt und Band 3 wird dann definitiv auch bei mir einziehen, deswegen freue ich mich da jetzt schon drauf. Und hier geht es um Effi. Effi ist immer guter Laune, doch jedes Jahr zu ihrem Geburtstag wird sie von einer tiefen Traurigkeit geplagt und zieht sich in ihr kleines Cottage an der Küste zurück. Aber in diesem Jahr ist bereits ein Gast dort und der weigert sich, nach einer anderen Bleibe zu suchen. Spontan beschließen die beiden, sich falsche Namen zu geben und ein paar Tage gemeinsam zu verbringen. Durch die Anonymität können sie einander viel mehr anvertrauen, als es ihnen sonst je möglich gewesen wäre, bis sie zurück in ihre normalen Leben müssen und ihre Traumblase zu zerplatzen droht. Finde ich eine sehr, sehr, sehr interessante Storyline und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die beiden sich dann vielleicht im echten Leben doch auch nochmal begegnen und ja, das vermutlich nicht alles gewesen ist, was die beiden miteinander dann zu tun gehabt haben. Dann kommen wir jetzt zum ersten Fantasy-Buch dieses Videos und das ist ein Buch, was ich, ja, wo ich erst überlegt hatte, nehme ich das in die englischen Übersetzungen mit rein. Ich habe mich dann aber tatsächlich dagegen entschieden, weil es eine Fortsetzung ist und irgendwie dann schon klar war, dass das auch übersetzt wird und das jetzt keine Neuübersetzung ist, wo man wirklich drauf hingefiebert hat. Auch wenn man aus anderen Gründen trotzdem auf das Buch hinfiebert, es ist nämlich der zweite Band von Crescent City von Sarah J. Maas. Wenn ein Stern erstrahlt. Band 1 wird es übrigens auch wieder in limitierter Auflage mit farbigem Buchschnitt geben. Ich hoffe sehr stark, dass der angepasst wird auf das erste Buch, also dass sie dann zusammenpassen. Heißt, falls ihr da irgendwie Interesse habt, dann am besten direkt vorbestellen. Dann habt ihr auch auf jeden Fall die Chance, diesen farbigen Buchschnitt zu bekommen. Und da es hier um einen fortfolgenden Teil geht, werde ich hier natürlich nicht den Klappentext vorlesen, denn ich gehe ganz stark davon aus, dass der auch spoilern würde. Und hier würde ich dann einfach mal den Klappentext vom ersten Buch vorlesen, was ich euch übrigens auch sehr stark empfehlen kann, denn Crescent City fand ich persönlich absolut genial. Es war sehr, sehr vielschichtig, es ist anfangs auch etwas schwierig durchzusteigen, aber wenn man dran bleibt, wird man eigentlich mit einer sehr, sehr coolen Storyline belohnt. Es ging im ersten Band um Magie, Musik und tödliche Gefahren. Die junge Bryce Quinlan, halb Fae und halb Mensch, genießt jedes Vergnügen, das Crescent Citys Nächte zu bieten hat. Doch dann wird ihre beste Freundin Danica von einem Dämon brutal ermordet und für Bryce bricht die ganze Welt zusammen. Als der Dämon 2 Jahre später erneut zuschlägt, wird Bryce gegen ihren Willen in die Ermittlungen hineingezogen und muss mit Hand Ethala zusammenarbeiten.
einem Engel, der als gewissenloser Auftragsmörder berüchtigt ist und mit dem sich Bryce auf ein Spiel mit dem Feuer einlässt. Während die beiden der Spur des Dämons tief in die Unterwelt der Stadt folgen, entdecken sie eine bösartige Macht, die ganz Crescent City in Schutt und Asche legen könnte. Ich fand Band 1 wirklich unfassbar genial und dementsprechend kann ich euch das absolut empfehlen, euch Band 1 im Zweifel zu holen, falls ihr den noch nicht habt, und Band 2 dann direkt vorzubestellen. Dann wird es nächstes Jahr auch direkt wieder eine Fortsetzung geben, nämlich von Jennifer L. Armentrout. Die Blood and Ash-Reihe wird weiter übersetzt. Wir kriegen nächstes Jahr nicht nur Band 2, sondern auch direkt Band 3 auf Deutsch übersetzt, was sehr, sehr toll ist. Dann muss man nicht zu lange warten. Band 2 wird heißen Flesh and Fire und der dritte Band ist Crown and Bones. Und ich lese auch hier nicht die Klappentexte vor von Band 2 und 3, denn das ist auch eine Reihe, wie gesagt. Das heißt, es geht um die gleichen Protagonisten und das setzt sich so fort. Das ist eine fortfolgende Handlung und das wäre definitiv gespoilert. Aber ich lese euch gerne nochmal den ersten Klappentext vor, um den euch ein bisschen wieder, ja, in den Kopf zu bringen. Auch wenn ich über das Buch schon mehrfach hier auf meinem Kanal gesprochen hatte, denn Band 1 und Band 2 habe ich tatsächlich ja schon gelesen. Es ging in Band 1 um Poppy, die Auserwählte ist. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreichs retten kann. So will es die Tradition, so will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau. Als sie an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Ja, wie gesagt, da kommen dann Band 2 und Band 3 raus, worüber ich mich auch sehr freue. Umso mehr kann ich mich dann mit den Leuten drüber austauschen. Aber ich denke mal, dass ich Band 3 vorher auch noch auf Englisch lesen werde. Dann wird es von Ava Reed eine neue Reihe geben, nämlich die Whitestone Hospital Reihe. Und wenn man bei Thalia mal auf der Website runterscrollt, dann sieht man oftmals die Anzeige mit weitere Bände. Ich dachte bis eben tatsächlich, es wäre eine Dilogie, aber hier ist sogar schon Band 4 aufgezeigt. Das heißt, es wird auf jeden Fall mehrere Bände geben. Und ich werde euch mal alle Cover einblenden mit den dazugehörigen Daten, wann die rauskommen. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass dann vielleicht Band 4 wirklich erst nächstes Jahr rauskommt, ja, 2023. Also die geht bis 2023 rein, aber der erste Band wird 2022 veröffentlicht, deswegen gerne in dem Video mit eingebunden. Im ersten Band geht es um Laura Collins, die es geschafft hat. Ihr größter Wunsch geht in Erfüllung, als sie eine Stelle an einer der angesehensten Kliniken des Landes ergattert. Am Whitestone Hospital in Phoenix ist Laura eine der neuen Assistenzärztinnen. Und erkennt schnell, dass sie für ihren Traumjob an ihre Grenzen gehen und alles geben muss. Nicht nur lange Arbeitszeiten, wenig Schlaf, schwere Entscheidungen und PatientInnen, denen sie nicht helfen kann, warten auf sie. Auch Dr. Nash Brooks, der junge Stationsarzt, kompetent, attraktiv, ein Einzelgänger und absolut verboten. Es klingt auf jeden Fall interessant. Also für alle unter euch, die so Arztgeschichten mögen oder Krankenhausgeschichten oder so in medizinische Richtung, für die wird das auf jeden Fall was sein, denke ich mal. Dann wird es von Kara Atkin nächstes Jahr auch eine Dilogie geben. Auch sehr, sehr schöne Cover und die Titel finde ich eigentlich auch ziemlich schön. Und hier wird es um Folgendes gehen im ersten Band. Nach dem Tod ihres Vaters hält Jade nichts mehr in London. Sie nimmt einen Job als Englischlehrerin an einer Grundschule in Seoul an, um ihr altes Leben hinter sich zu lassen und ab sofort vor allem ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Nie wieder will sie ihr Glück von jemand anderem abhängig machen. Doch dieser Plan gerät gehörig ins Wanken, als sie den attraktiven, June kennenlernt. Ich weiß leider nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Koreanische Namen und ich, wir sind nicht so die besten Freunde, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem verstanden, um was es so ein bisschen geht. Ansonsten ist ja der erste Band auch in der Infobox verlinkt. Es klingt auf jeden Fall auch sehr gut. Dann wird Tami Fischer nächstes Jahr den zweiten Teil ihrer Fantasy-Dilogie A Whisper of Stars veröffentlichen, der dann heißen wird Verraten. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das hier aufeinander aufbaut. Auch hier werde ich jetzt nochmal den ersten Band vorlesen, also den Klappentext.
Ich hatte übrigens Tammy Fischer auch auf meine Liste geschrieben mit dem 5. Band der Fletcher University-Reihe, was ja ihre New Adult-Reihe ist. Das ist ihre Fantasy-Reihe. Aber leider gibt es da noch kein genaues Datum. Insofern kann ich euch leider da noch kein Datum einblenden oder keinen Klappentext zeigen oder auch kein Cover einblenden. Falls das nächstes Jahr dann noch bekannt gegeben wird, wird es, wie gesagt, von mir auch in den monatlichen Neuerscheinungen angesprochen. Aber Band 5 der Fletcher University-Reihe wird definitiv nächstes Jahr noch kommen. So hoffe ich jedenfalls. In Whisper of Stars geht es jedenfalls im ersten Band um Liv, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ihrem Leben auf Hawaii zu entfliehen. Weder sie noch ihr bester Freund Finn glauben noch an die Legenden über mythische Götter und Ahnengeister, die man sich an den rauen schwarzen Küsten seit Anbeginn erzählt. Doch als am Tag des Sternenfestes nicht nur ein Fremder auf der Insel auftaucht, sondern plötzlich uralte Kräfte zum Leben erwachen, beginnt für Liv und Finn ein Wettlauf gegen die Zeit. Eine Reise ins Ungewisse ohne Zurück. Ein erbarmungsloser Jäger und eine gefährliche Liebe, die Livs Herz höher schlagen lässt als je zuvor. Band 1 ist bei mir ja noch auf dem Sub. Ich bin noch nicht so ganz begeistert davon, es zu lesen. Aber ich habe es mir auf die Liste für 2022 mit draufgeschrieben. Dann wiederum eine New Adult-Reihe von der Autorin Sarah Sprinz, auf die ich mich extrem freue, denn sie hat ja auch die What-If-Reihe geschrieben, beziehungsweise die Reihe heißt, glaube ich, British Columbia. What if we trust, what if we drown, what if we stay, also die drei Bücher, und die fand ich ja eigentlich alle sehr, sehr gut, deswegen freue ich mich sehr auf ihre Dunbridge Academy. Und der erste Band wird heißen Anywhere, dann gibt es noch Anyone und Anytime. Die Cover sind alle recht ähnlich, wobei ich die ein bisschen langweilig finde, muss ich leider sagen, die entsprechen irgendwie nicht so ganz meinem Geschmack. Im ersten Band geht es um Emma. Ihren Vater finden, das ist Emmas größter Wunsch, als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen Dunbridge Academy angenommen wird. An dem Internat in Edinburgh begibt sie sich auf seine Spuren. Ablenkung durch neue Freundschaften kann sie sich dabei nicht leisten. Doch Schulsprecher Henry verurteilt ihren Plan zum Scheitern. Auf nächtlichen Spaziergängen durch die alten Gemäuer der Schule zeigt er ihr zum ersten Mal, was es bedeutet, angekommen zu sein und eine Familie zu haben, bis er seine verliert. Wie immer sehr professionell, wenn mitten beim Dreh die Kamera ausgeht. Der Akku hat schon die ganze Zeit geblinkt, aber ich habe es einfach ignoriert und dachte, vielleicht kann ich noch das Buch zu Ende erzählen. Ich weiß jetzt leider nicht, wo genau es ausgegangen ist, aber ich hatte zum Schluss noch gesagt, dass Sarah Sprinz ja sehr emotional schreiben kann. Deswegen freue ich mich sehr auf ihre Dunbridge Academy Reihe. Von Nicole Böhm wird es nächstes Jahr auch wieder eine neue Reihe geben, nämlich die Golden Hill Reihe, die dann anfängt mit dem ersten Band Golden Hill Touches. Dann kommt Golden Hill Kisses und Golden Hill Nights. Das Ganze erscheint wieder im Mira Taschenbuch Verlag. Und im ersten Band geht es um Parker, der sich seinen größten Wunsch erfüllt und die Golden Ranch Hill zurückkauft, die einst seinen Großeltern gehörte. Hier in Montana, im verschlafenen Städtchen Boulder Creek, möchte er eine Pferdetherapiestätte aufbauen. Doch seine Pläne stoßen bei der Dorfgemeinschaft auf Widerstand. Und auch Parkers Jugendliebe Clay ist zunächst nicht erfreut, ihn wiederzusehen. Dennoch entschließt sie sich, Parker und seine Idee zu unterstützen. Wenn da nur nicht dieses altbekannte Kribbeln wäre, das mit jeder Begegnung stärker wird. Das ist tatsächlich ein Thema, was mich so gar nicht interessiert, weil ich überhaupt kein Pferdefreund bin. Also ich habe nichts gegen Pferde, das um Gottes Willen, das nicht. Aber ich war irgendwie noch nie so ein Pferdemädchen. Das heißt, so Bücher und Filme mit Pferden haben mich irgendwie nie so wirklich interessiert. Und ich muss auch sagen, dass ich von Nicole Böhm zum Beispiel die One Last Reihe interessant fand, weil sie in New York spielte. Und das ist jetzt halt hier so ein komplettes Gegenteil davon, weil es halt nicht mehr in der Großstadt spielt, sondern so ein bisschen ländlicher. Und ich glaube, das ist dann nicht so ganz mein Fall. Also die Reihe würde ich dann eher aussetzen. Aber trotzdem für euch, falls es den einen oder anderen interessiert, die Reihe gibt es auch noch nächstes Jahr. Dann machen wir weiter mit Lena Kiefer. Von Lena Kiefer wird es nächstes Jahr eine Fortsetzung ihrer Fantasy-Reihe geben, nämlich Knights. Der zweite Band wird rauskommen. Ein gnadenloses Schicksal. Da fand ich den ersten Band ja sehr, sehr gut. Hatte so ein paar kleine Kritikpunkte, deswegen kein 5-Sterne-Highlight, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und auch hier lese ich natürlich nochmal den Band 1 vor, also den Klappentext, weil das sonst spoilern würde. Es ging hier um die 18-jährige Charlotte Stewart, die alles dafür tut, ihre einzigartige Gabe geheim zu halten. Denn sie weiß, wenn ihre Fähigkeiten in die falschen Hände geraten, könnte das den Untergang der Welt bedeuten. Doch dann macht plötzlich jemand unerbittlich Jagd auf Charlotte und sie muss so schnell wie möglich aus London verschwinden. Auf ihrer Flucht läuft sie ausgerechnet der Organisation in die Arme, vor der sie sich jahrelang versteckt hat, den Knights of the Round Table. Die Nachfahren der Ritter der Tafelrunde verfügen selbst über besondere Gaben und Charlotte misstraut ihnen zutiefst.
Dennoch bleibt ihr leider keine andere Wahl, als sich mit den Knights zu verbünden, um ihren übermächtigen Gegner zu stoppen. Unterstützung erhält sie dabei vor allem von Noel Mayfield, einem Lancelot-Erben, der in ihr unerwartete Gefühle weckt und mit dem sie ein gefährliches Schicksal verbindet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den zweiten Band. Wie gesagt, der erste Band hatte mir sehr gut gefallen. Und auch sehr gespannt bin ich auf die neue Westwell-Reihe von Lena Kiefer. Das wird eine New Adult-Reihe. Also sie schreibt ja auch sowohl Fantasy als auch New Adult. Wir haben ja bisher schon Ophelia Scale von ihr bekommen und auch die Don't Love Me, Don't Leave Me und so weiter Reihe. Also die waren bisher alle durch die Bank weg für mich gut. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, New Adult schreibt sie besser oder schlechter als Fantasy, sondern bisher hat mir beides wirklich gleich gut gefallen, würde ich sagen. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf ihre New Adult Westwell-Reihe. Der erste Band wird dort heißen Heavy and Light, dann gibt es Bright and Dark und Hot and Cold. Also immer schön die Gegensätze. Und im ersten Band geht es um Helena Weston, die nach New York zurückkehrt, und da nur ein Ziel hat, den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung im tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalhaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Coldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Also so ein typischer Enemies to Lovers Trope und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass im nächsten Jahr Ophelia Scale, also die Reihe von Lena Kiefer, als Taschenbuch rauskommen wird. Bisher gibt es die ja nur in gebundener Form und ab nächstem Jahr wird es die auch als Taschenbücher zu kaufen geben. Und ich muss tatsächlich sagen, mir gefallen die Cover extrem gut und wenn ich die Wahl hätte, würde ich gerne diese Cover haben, aber ich habe nun mal die gesamte Reihe schon als Hardcover hier im Regal und deswegen werde ich sie mir jetzt nicht extra neu kaufen, aber vielleicht für diejenigen unter euch, die lieber Taschenbücher lesen oder die die Reihe noch nicht kannten. Nächstes Jahr gibt es alle drei als Taschenbücher für 11 Euro pro Buch, also auch etwas günstiger natürlich als die Hardcover-Bücher und vielleicht gefällt euch das Cover ja auch so gut wie mir. Von Lily Lucas wird es nächstes Jahr auch eine neue Reihe geben, nämlich die Sherry Hill-Reihe. Lily Lucas ist ja auch die Autorin, die New Beginnings geschrieben hat, die Reihe. Und ich denke mal, die ist für viele eine Wohlfühlreihe geworden. Deswegen werden sich auch viele, viele, viele auf diese Bücher freuen, nehme ich mal ganz stark an zumindest. Und es wird hier um Folgendes gehen. Übrigens, der erste Teil heißt A Place to Love und der zweite A Place to Grow. Ich weiß nicht, ob es bei der Dilogie bleibt. Das steht hier bisher nirgends so richtig. Steht das hier irgendwo? Nee, leider kann ich da nichts weiter drüber finden. Aber bisher sind zumindest nur Band 1 und 2 angekündigt. Es wird hier jedenfalls um Folgendes gehen. Seit dem überraschenden Tod ihres Vaters vor 3 Jahren leitet Juniper McCarthy mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Cherry Hill, die Obstfarm der Familie. Die 25-Jährige liebt die Farm im ländlichen Colorado und sie fühlt sich verantwortlich für das Familienunternehmen, das ihrem Vater so viel bedeutet hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Deshalb hat sie damals auch ihrer großen Liebe Henry unter einem Vorwand den Laufpass gegeben, um seinen Zukunftsplänen in Wales nicht im Weg zu stehen. Als er jedoch eines Tages in Cherry Hill auftaucht, stürzt er June in ein absolutes Gefühlschaos. Klingt auf jeden Fall auch wieder nach diesen New Beginnings-Vibes, weil da war es ja auch so ein bisschen ländlicher von der Region her. Und das könnte, denke ich mal, auch wieder ein cozy Buch für viele werden. Nächstes Jahr erscheint dann auch noch ein Debütroman, den ich sehr, sehr gerne mit in meine Liste aufgenommen habe, nämlich Schattenthron, Erben der Dunkelheit. Und auf das Buch freue ich mich persönlich auch sehr, 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 sehr doll, weil ich mit Beryl auch schon Kontakt hatte über Instagram. Ich habe sie sogar auch schon persönlich getroffen und sie ist eine ganz, ganz tolle Person. Deswegen freue ich mich sehr auf ihr Buch und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Schreibstil mir sehr gefallen wird und auch die Geschichte sehr gefallen wird. Deswegen möchte ich euch gerne den Auftakt zu ihrer Dilogie vorstellen, der wie gesagt nächstes Jahr erscheinen wird. Band 2 ist wohl, wie es hier bei Thalia steht, auch geplant für September 2022, aber da gibt es bisher jetzt noch keine genaueren Infos, also kein genaues Datum und auch noch kein Cover, aber zumindest Band 1 kann ich euch schon mal den Klappentext vorlesen. Es geht nämlich um Kaya, die keine Vergangenheit, keine Erinnerung und keine Familie hat. Nichts außer Arian, der sie einst von den Straßen geholt und bei sich aufgenommen hat.
Doch bevor sie ihrem besten Freund sagen kann, was sie wirklich für ihn empfindet, wird seine Seele von einem Schattenelfen gestohlen und er bleibt als Hülle zurück. Um ihn zu retten, reist die 18-Jährige ins Reich der Schatten, wo sie sich inmitten eines uralten Krieges wiederfindet. Das, was Kaya dort über sich erfährt, bringt alles ins Wanken, an das sie bisher geglaubt hat. Sie muss erkennen, dass sie niemandem mehr vertrauen kann, nicht einmal sich selbst und ihren eigenen Gefühlen. Gerade wenn es um den mysteriösen Kronprinzen Ilias geht, der seine ganz persönliche Mission verfolgt. Ich finde, es klingt ultra genial und ich freue mich sehr auf das Buch. Und Band 1 wird es auch, oder die erste Auflage wird es auch mit einem farbigen Buchschnitt auf jeden Fall geben. Also schlagt da auf jeden Fall zu, der Buchschnitt sieht nämlich ziemlich cool aus. Dann bringt Nena Tramontani nächstes Jahr ihren zweiten Teil der Cards of Love Dilogie raus, auf die ich mich auch schon sehr freue. Band 1 ist zwar noch nicht hier zu Hause eingezogen, aber wird definitiv noch einziehen. Ich hatte es unter anderem auf meine Weihnachtswunschliste geschrieben, deswegen kann ich es mir jetzt noch nicht selber kaufen, weil ich nicht weiß, ob es gegebenenfalls jemand aus meiner Familie mir vielleicht holt. Aber es wird auf jeden Fall einziehen. Falls es keiner da holt, dann werde ich es selber machen, auf jeden Fall. Es ist nämlich eine Fantasy-Reihe von ihr und ich werde euch mal den Klappentext vom ersten Band vorlesen, denn es ist natürlich eine Dialogie, die aufeinander aufbaut. Giulietta ist gerade fertig mit der Schule und weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anstellen soll. Einzig das Legen von Tarotkarten bereitet ihr Freude. Sie ist am Boden zerstört, als ihr Vater, den sie über alles liebt, angeblich bei einem Unfall in Venedig ums Leben kommt. Ausgerechnet in der Stadt, vor der ihr Vater sie immer fernhalten wollte. Giulietta zieht trotz seiner Warnung nach Venedig. Sie kommt im Grand Hotel ihres Onkels Vincenzo unter und merkt schnell, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Wer sind die seltsamen Schauspieler, die so großes Interesse an ihrer Tarotkunst haben? Und wer der mysteriöse Malvolio, der ihr seine Hilfe anbietet? Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Vibes, die dieses Buch zu bieten hat. Nicht nur das italienische Setting, sondern auch die Sache mit den Tarotkarten finde ich ultra interessant. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und wenn wir gerade beim Thema Nena Tramontani sind, dann wird sie auch nächstes Jahr eine Trilogie rausbringen, die dort heißen wird Hungry Hearts, also das ist der Name der Reihe. Und Band 1 ist The Way I Break, dann wird es noch geben The Way You Crumble und The Way We Melt. Also finde ich irgendwie auch total cool, die Titel. Also wie wir brechen, wie wir krümeln und wie wir schmelzen, so nach dem Motto, finde ich irgendwie total interessant gewählte Titel. Und in Band 1 geht es um Victoria und Julian. Nie wieder möchte sie als Gourmetköchin arbeiten, kann er ihre Leidenschaft neu entfachen. Das ist so ein bisschen der Titel der des ersten Buches. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als Starköchin will die junge Victoria nur noch weit weg von London und von ihrem manipulativen Freund. Kurzerhand flieht sie in die idyllische Hafenstadt Goldbridge, wo ihre Mutter einst im Sternerestaurant Prisma arbeitete. Victoria will endlich verstehen, warum ihre Mom sie für diesen Ort und ihre Karriere verließ und nimmt dort unerkannt einen Kellnerjob an. Doch in dem Versuch, ihre Sorgen in Alkohol zu ertrinken, gibt sie einem attraktiven Freund zu viel Intimes über sich preis, ohne zu ahnen, dass Julian einer der Söhne des Restaurantbesitzers ist. Und er besitzt die Frechheit, Victoria einen Vorschlag zu machen. Er behält das Geheimnis ihrer wahren Identität für sich, wenn sie ihm Nachhilfe beim Kochen gibt. Victoria kann sich nicht erklären, warum dieser unverschämte Dir eine Flamme in ihrem Herzen entzündet. Der Auftakt einer süchtig machenden Hungry Hearts-Reihe. Klingt auf jeden Fall cool. Also Nena kann ja auch sehr, sehr gut schreiben, deswegen freue ich mich auf ihre Reihe auf jeden Fall sehr. Und das ist eine gute Überleitung zu einer Autorin, die auch sehr, sehr gut schreiben kann, meiner Meinung nach, nämlich Nicola Hotel, die nächstes Jahr ihre Dark Academia-Dilogie rausbringen wird. Der erste Band heißt Dark Ivy, wenn ich falle, und der zweite Band Dark Ivy, halt mich fest. Und auch hier steht mit exklusivem Farbschnitt nur in der ersten Auflage. Also wenn ihr da auch Interesse habt an einem farbigen Buchschnitt, dann solltet ihr das Buch am besten vorbestellen. Und das Buch ist logischerweise für alle Fans von mitreißenden Liebesromanen und Dark Academia. Also Dark Academia Vibes finde ich auch immer sehr, sehr interessant und da kann ich, glaube ich, auch nicht widerstehen. Die Woodford Academy. Elitär, traditionsreich, exklusiv. Wenn man hier angenommen wird, ist einem ein Studienplatz an einer der Ivy League-Universitäten fast sicher. Und Eden Collins hat es geschafft. Sie hat eines der wenigen begehrten Stipendien bekommen. Doch das Leben an der Academy ist schwieriger als erwartet. Sie wusste, dass sie hier intellektuell herausgefordert wird, doch dass sie in einem ihrer Kurse an Gedankenspielen und sozialen Experimenten teilnehmen würde, die sie auch emotional an ihre Grenzen bringen, damit hat sie nicht gerechnet. Und warum? Warum muss sie dabei ausgerechnet die Aufmerksamkeit von jemandem wie
William Grantham III. Auf sich ziehen. Denn Will scheint es sich zur Aufgabe zu machen, Eden zu Regelverstößen verführen zu wollen. Und als sie sich darauf einlässt, hat das katastrophale Folgen. Ich mag Dark Academia Vibes. Ich mag dieses Studententhema, wenn das eben in so eine düstere Richtung geht oder wenn das vielleicht noch mit irgendwelchen Organisationen auf sich hat. Das finde ich irgendwie immer total interessant. Dann wird es eine neue Trilogie geben von Olivia Dade, die heißen wird Fandom Trilogie. Der erste Band ist The Stories We Write und es geht in diesen Büchern rund um die Themen Fankultur und Body Positivity, steht hier noch so ein bisschen als Überthema. Jetzt juckt hier irgendwas. Und in Band 1 der Fandom Trilogie geht es um folgendes Thema. Charmant, eitel und einfach gestrickt. So kennt die Öffentlichkeit Marcus Caster Rupp, den Star der weltweiten Hitserie Gods of the Gates. Niemand ahnt, dass er privat mit seiner Legasthenie kämpft und der Tatsache, dass er die Entwicklung der Serie hasst. Seinen Frust schreibt er sich anonym auf einem Fanfiction-Forum von der Seele. Doch sollte das irgendjemand herausfinden, ist er in Hollywood erledigt. Finde ich eine ziemlich interessante Denkweise. Also erstens mal, dass der Legasthenie hat, finde ich ziemlich gut, weil das Thema auch irgendwie selten eingebaut wird. Zumindest habe ich davon noch nie was gelesen. Und dann, dass er quasi seine eigene Serie hasst, so wie die sich entwickelt, finde ich cool. Weiter geht's mit April Withier. Sie ist ein Hardcore Gods of the Gates Fan und sie schreibt auch Fanfictions und kreiert eigene Kostüme zu der Show. Bisher hat sie das nie jemandem erzählt, aber sie will sich nicht mehr verstecken. Und so postet sie ein Foto von sich in einem Kostüm auf Twitter. Nur leider lassen die Trolle nicht lange auf sich warten und es hagelt bösartige Kommentare wegen Aprils Plus-Size-Figur. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Marcus Caster Rupp schaltet sich ein, verteidigt sie und lädt sie auf ein Date ein. Der Marcus Caster Rupp. Und ihr Date hat ungeahnte Folgen. Es klingt irgendwie total interessant. Also ich muss leider sagen, die Cover gefallen mir hier nicht. Die sind mir ein bisschen zu schlicht gehalten. Wobei ich nicht weiß, das sieht hier so aus, als würden vielleicht die Ecken so ein bisschen mit so Goldsprenkel oder Silbersprenkel sein. Dann könnte es dann echt schon wieder ganz cool aussehen. Aber die Story überzeugt mich dafür umso mehr. Das finde ich doch ganz interessant. Dann wird es eine neue Reihe geben im Vajona Verlag von der Autorin Sandy Brandt. Das Brennen der Stille und das erste Buch heißt Goldenes Schweigen. Das Thema fand ich total interessant, deswegen hatte ich das mit auf meine Liste raufgenommen. Es geht nämlich um Folgendes. Früher hätte sich die Menschheit durch ihre Lügen fast ausgerottet. Die Überlebenden haben geschworen, dass es nie wieder so weit kommen wird. Heute erscheint jedes gesprochene Wort narbenähnlich auf der Haut. Die Elite herrscht stumm, während die sprechende Bevölkerung als Abschaum gilt. Das ist so ein bisschen das Oberthema. Und weiter geht's mit Olive und Kyle kommen aus zwei verschiedenen Welten. Die 18-jährige Olive lebt in einer Welt, die von absoluter Stille und Reinheit geprägt ist. Selbst unter der stummen Oberschicht gilt sie als Juwel. Kyle dagegen trägt tausende Wörter auf der Haut und ein gefährliches Geheimnis im Herzen. Als sie gemeinsam entführt werden, sind sie überzeugt, der andere sei der Feind. Sie ahnen nicht, dass dunklere Intrigen gesponnen werden. Olive will ihr Schweigen wahren, um nicht der geglaubten Sünde zu verfallen. Und Kyle weiß, dass es für ihn tödlich enden wird, wenn das stumme Mädchen hinter sein Geheimnis kommt. Beide müssen entscheiden, welchen Preis sie für ihre Freiheit zahlen wollen und ob sie einander vertrauen können. Ich fand das Thema irgendwie einfach mega interessant. Und das ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich mir holen werde, zumindest Band 1 und dann werde ich mich davon überzeugen, ob das gut ist oder nicht. Dann weiß ich nicht, wie aktiv ihr auf Instagram seid, aber vielleicht kennt ihr Justine the Reading Mermaid. Ich glaube, so ist ihr Instagram-Account. Sie wird auch ein Buch veröffentlichen nächstes Jahr, beziehungsweise sogar eine Dilogie, wenn ich das hier richtig sehe. Der erste Band heißt With You I Dream und der zweite heißt With You I Hope. Und da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf, denn ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch gut schreiben kann und deswegen werde ich mir die Bücher auf jeden Fall angucken. Es geht hier um Folgendes. Hals über Kopf verlässt die Studentin Mia New York, um einer toxischen Beziehung zu entkommen. Bei ihrer Adoptivschwester in der Kleinstadt Belmont Bay in Idaho, umgeben von glitzernden Seen und den Rocky Mountains, will sie zur Ruhe kommen. Stattdessen beschert ihr der mürrische und irritierend gut aussehende Connor bald ziemliches Herzklopfen. Doch je näher Mia Connor kommt, desto größer werden ihre Zweifel. Ist sie wirklich schon wieder bereit, sich jemandem zu öffnen? Und was verheimlicht ihr Connor, dass ihn immer wieder in die endlosen Wälder Idahos zieht? Dann erscheint nächstes Jahr auch noch eine sehr interessante Fantasy-Reihe, die auch aufgrund des Klappentextes auf meiner Liste gelandet ist. Denn das Cover finde ich jetzt auch nicht ganz so krass ansprechend. Das ist nicht schlimm, aber
es hätte noch ein bisschen raffinierter sein können, aber das Thema finde ich sehr interessant. Das Buch heißt Eventora, das schwarze Herz der Liebe, das ist zumindest der erste Band. Und es geht hier um das folgende Thema, es hat einen Hexenvibe und sowas liebe ich absolut in letzter Zeit, deswegen wird das definitiv bei mir einziehen. Vier Hexenschwestern werden ins dunkle Königreich geschickt, um die arrangierte Bluthochzeit zwischen dem Kronprinzen und der Prinzessin aus dem finsteren Tal zu verhindern. Eine Verbindung, die niemals eingegangen werden darf, da Eventora sonst gänzlich in Dunkelheit zu ersticken droht. Mithilfe ihrer Magie sollen die Hexen versuchen, dem Kronprinzen den Kuss des Todes einzuhauchen. Allerdings gerät ihr Auftrag ins Wanken, da es scheint, als ob die Königsfamilie tief in ein grausames Schicksal verstrickt ist. Zu allem Überfluss entpuppt sich der Prinz und sein Bruder auch noch als äußerst charmant und anziehend, sodass Gefühle aufkeimen, die völlig fehl am Platz sind. Doch schon bald müssen die Schwestern feststellen, dass das ihre geringsten Probleme sind, denn sie geraten zwischen die Fronten dreier Göttinnen und mitten hinein in eine Fehde, so uralt und von Rache geprägt, dass die Vernichtung Eventoras nahe scheint. Ich finde, das klingt auch extrem cool und deswegen wird das auch definitiv bei mir einziehen. Machen wir weiter mit Soulbird von Deborah Hewitt. Das ist Band 1, der da heißen wird Die Magie der Seele und Band 2 Das Geheimnis der Nacht. Und Band 1 erscheint im Januar sogar schon 2022 und es geht hier um folgendes Thema. Seit ihrer Kindheit wurde Alice Windham von Albträumen geplagt, deren Bedeutung sie nie entschlüsseln konnte. Bis plötzlich der geheimnisvolle, attraktive Crowley vor ihrer Tür steht und ihr Unglaubliches eröffnet. Alice hat eine uralte, seltene Gabe. Sie sieht Nachtschwalben, wundersame Vögel, die die Seele eines Menschen hüten. Und ein mächtiger Feind ist ihr auf den Fersen, um ihre Kräfte für sich zu nutzen. In letzter Sekunde kann Alice mit Crowleys Hilfe fliehen. Sie folgt ihm in ein verborgenes, paralleles London voller Zauber und Gefahren, um mehr über ihre Fähigkeiten zu lernen. Doch ihre Magie ist mit einem dunklen Erbe verbunden. Ich finde, das klingt auch äußerst interessant. Und deswegen wird das bei mir wahrscheinlich auch einziehen. Dann noch ein Buch, was ich tatsächlich übersehen hatte, beziehungsweise ja, vergessen hatte, in meinen Übersetzungen mit anzusprechen. Das ist nämlich das Buch Der Club der Rabenschwestern. Das gibt es auch schon auf Englisch und wird, wie gesagt, nächstes Jahr dann übersetzt. Und ich wurde ja letztes Mal gebeten, auch anzusprechen, wer der Übersetzer ist. Und Übersetzerin in diesem Fall ist Maike Hallmann. Mir war tatsächlich gar nicht bewusst, dass es so wichtig ist, auch die Übersetzer zu nennen. Das tut mir auf jeden Fall leid. Und wenn ich jetzt mitkriege oder wenn ich jetzt solche Videos künftig noch mache, speziell, wo es um Übersetzung geht, dann werde ich natürlich jetzt auch immer noch ansprechen, wer das Ganze übersetzt hat. Also wie gesagt, in diesem Fall Maike Hallmann. Auf jeden Fall geht es hier um Folgendes. Kappa Rho Nu ist die exklusivste Studentinnenverbindung am Westerly College. Ihre Partys sind legendär, ihre Wohltätigkeitsbälle luxuriös. Doch hinter der glitzernden Fassade haben die Rabenschwestern, wie sich die Mitglieder nennen, ein dunkles Geheimnis. Sie sind ein Hexenzirkel. Ah, wie cool, das wusste ich bisher gar nicht. Das Buch wird sowas von gekauft, das weiß ich jetzt schon. Für die Außenseiterin Vivi Devereaux bedeutet die Aufnahme in den Club der Rabenschwestern einen Neustart. Scarlett Winters will unbedingt Präsidentin der Schwesternschaft werden, wie schon ihre Mutter vor ihr. Wäre da nur nicht Scarlett's dunkles Geheimnis, dem Vivi bedrohlich nahe kommt. Dann entlarvt jemand die Rabenschwestern und Scarlett und Vivi müssen zusammenarbeiten, um eine Katastrophe zu verhindern. Das klingt so genial, ich freue mich extrem darauf. Also wird definitiv gekauft. Dann möchte ich noch ansprechen, dass nächstes Jahr im Goldmann Verlag endlich die Neuauflage der Infernal Devices Reihe erscheint. Das heißt Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess, die es ja lange Zeit nicht mehr so wirklich zu kaufen gab. Die alten Cover im Arena Verlag gab es nicht mehr, die neuen Cover im Goldmann Verlag als Hardcover gab es irgendwie nicht mehr. Und jetzt hat der Goldmann gesagt, wir bringen die Reihe zurück, nachdem es auf Instagram sogar eine kleine Bewegung dazu gab, an der ich auch teilgenommen hatte, die da hieß Rettet die Schattenjäger. Und jetzt kommt, wie gesagt, die Reihe komplett zurück in Taschenbuchformat und wird nächstes Jahr erscheinen. Das ist jetzt prinzipiell keine Neuerscheinung, aber ich dachte mir, da es doch viele von euch interessiert hat, nächstes Jahr wird es dann endlich Clockwork Angel, Prince und Princess wieder als Taschenbuch zu kaufen geben. Und von Cassandra Clare erscheinen ja auch gerade die ganzen Chroniken der Unterwelten Bücher als Taschenbücher mit neuem Cover, also City of Bones, City of Ashes, City of Glass und so weiter. Und da wird es nächstes Jahr auch den vierten Band geben. Also falls ihr da auch ein Auge drauf geworfen habt, dann könnt ihr euch die auch nächstes Jahr holen.
Im Lux Verlag erscheint nächstes Jahr das Buch Boyfriend Material von Alexis Hall. Der erste Band und auch der zweite Band, wobei der noch derzeitig ein vorläufiges Cover hat. Also da ist das endgültige Cover auch noch nicht draußen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Übersetzung ist. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ist das eine Übersetzung? Ja, es steht hier auch eine Übersetzerin. Die Übersetzerin in dem Fall ist Carina Schnell. Also ist das scheinbar auch eine Übersetzung. Und es geht hier um folgendes Thema, was ich übrigens ziemlich cool und interessant finde. Gesucht. Fake Boyfriend. Möglichst perfekt und skandalfrei. Luke O'Donnell ist quasi berühmt. Als Sohn eines Rockstars steht er im Licht der Öffentlichkeit. Schon ein harmloser Skandal oder ein falsches Foto könnte ihn seinen Job bei einer Stiftung kosten. Um seinem Image einen bodenständigen Anstrich zu verleihen, beschließt Luke, sich einen netten und normalen Freund zu suchen und findet Oliver Blackwell. Dieser ist so skandalfrei, wie es nur geht. Anwalt, Vegetarier und ebenfalls auf der Suche nach einem Date für ein großes Event. Die beiden beschließen, sich zusammenzutun und der Welt das perfekte Paar vorzuspielen. Schnell merken sie, dass sie unterschiedlicher nicht sein könnten und so gar nichts gemeinsam haben und sie doch so viel verbindet. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das beginnt immer mit einem Fake-Date und dann wird doch was ganz anderes draus. Dann erscheint nächstes Jahr von Anna Savas eine neue Reihe im Dark Academia Romantasy-Genre. Die Reihe heißt Four Houses of Oxford und Band 1 heißt Brich die Regeln. Und es geht hier um Folgendes. Ich finde das Thema schon mal sehr interessant oder das Genre sehr interessant gewählt. Als Harper an der University of Oxford angenommen wird, scheinen all ihre Träume zum Greifen nah. Vor allem, als sie mit der Zusage die Einladung erhält, den berüchtigten Diamonds beizutreten. Einer Studentenverbindung, die ihren Mitgliedern Macht und Einfluss verspricht. Auf einmal muss Harper am Spiel der vier Farben teilnehmen und steht ihrer Vergangenheit gegenüber. Finley, der sie vor Jahren ohne Erklärung im Stich ließ und sie jetzt ausdrücklich vor der tödlichen Magie der Diamonds warnt. Es klingt auf jeden Fall total interessant, auch wenn mich das Cover leider so gar nicht anspricht. Dann erscheint nächstes Jahr Band 2 der Anymore Duett Dilogie von Julie Johnson, We Don't Lie Anymore. Der erste Band war ja We Don't Talk Anymore, den gibt es bereits. Und Band 2 erscheint dann nächstes Jahr und es geht hier um folgendes Thema. Und da es hier um eine Dilogie geht, die tatsächlich aufeinander aufbaut, werde ich hier den Klappentext vom ersten Band vorlesen. Wenn dein Herz in 1000 Scherben liegt. Josephine, Valentine und Archer Race sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, obwohl sie doch unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwar besuchen beide die elitäre Exeter Academy, aber während Josephine als Tochter reicher Eltern mit Privilegien und Erwartungen aufwächst, muss Archer für seine Chancen und Erfolge kämpfen. Doch als sie bemerken, dass aus ihrer Freundschaft Liebe wird, ändert sich alles zwischen ihnen. Aus Angst, ihre Gefühle könnten nicht erwidert werden, halten Archer und Josephine ihre neuen Empfindungen verborgen. Zu groß ist ihre Sorge, den einen Menschen zu verlieren, der sie vervollständigt. Und dann ist da noch ein dunkler Schatten in Archers Umfeld, von dem Josephine nichts weiß und der all ihre geheimen Träume und Hoffnungen zerstören könnte. Julie Johnson soll ja auch sehr emotional schreiben. Ich habe von ihr bereits das Buch Like Gravity zu Hause. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es definitiv bald noch machen, zumindest so der Plan. Und dann würde ich mir die Reihe auch mal genauer angucken, denn ich finde, die klingt auch sehr interessant. Machen wir weiter mit Colleen Hoover. Da werden nächstes Jahr auch mehrere Bücher rauskommen. Zum einen wird erscheinen Für immer ein Teil von dir. Und da Colleen Hoover ja auch eine englischsprachige Autorin ist, gucke ich hier mal, wer der Übersetzer ist, nämlich Michelle Landau und Katrin Stier. Und in dem Buch geht es um Folgendes. Nur die Erinnerung bleibt. 5 Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer großen Liebe Scott kehrt Kenner an den Ort des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch, endlich die 4-jährige Tochter Diem, die bei Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger, der erste Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt und der sich umgekehrt auch zu ihr. Doch dann stellt sich heraus, dass Ledger Scotts engster Freund seit Kindertagen war und dass er geschworen hat, dass die ihm unbekannte Mutter, die Schuldige am Tod seines Freundes, niemals eine Rolle in Diems Leben spielen wird. Interessante Geschichte, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an all das Ungesagte zwischen uns, also dass jemand verstorben ist und ja, man sich dann selber so ein bisschen den Weg zum Glück verbaut, aber das scheint irgendwie bei Colleen Hoover öfter der Fall zu sein. Es erscheint nächstes Jahr dann auch noch Summer of Hearts and Souls, übersetzt von Katharina Ganzland.
Und auch hier lese ich mal kurz den Klappentext vor. Es geht nämlich um ein auch sehr interessantes Thema. Herzen haben keine Knochen, sie können nicht brechen. Oder etwa doch? Von der Trailersiedlung in die Welt der Rich Kids. Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der 18-jährigen Bea nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen. Dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen, wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wider Erwarten bringt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, als Bea je gedacht hätte. Speziell Sunny Boy Samson scheint Abgründe in sich zu tragen, die ihr gar nicht so unbekannt vorkommen. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass nächstes Jahr Zurück ins Leben geliebt ein neues Cover bekommen. Das Buch gibt es bereits auf Deutsch von Colleen Hoover, aber nächstes Jahr erscheint es nochmal mit einem neuen Cover. Vielleicht für diejenigen, die das alte Cover nicht mochten, interessant. Dann schreibt ja das Autorinnen-Duo Laura Kneidl und Bianca Iosivoni die Midnight Chronicles-Reihe und da geht es nächstes Jahr auch weiter mit mehreren Bänden, nämlich Band Nummer 4 als erstes, der heißt Seelenband, dann wird es noch geben Band 5 Todeshauch und Band 6 Nachtspur wird auch 2022 erscheinen und ich glaube tatsächlich, damit ist die Reihe dann abgeschlossen, soweit ich das weiß. Die Reihe habe ich bisher noch nicht gelesen. Ich bin auch mittlerweile so ein bisschen zwiegespalten, ob ich wirklich will oder nicht. Aber da ich da keine Ahnung habe, inwiefern das alles miteinander zusammenhängt, lese ich hier nochmal kurz den Klappentext vom ersten Band vor für alle diejenigen unter euch, die die Reihe bisher noch nicht so verfolgt haben oder tatsächlich jetzt zum ersten Mal hören. Er hat keine Vergangenheit, sie keine Zukunft. 449 entflohene Seelen, 449 Tage, um sie zurück in die Unterwelt zu schicken. Roxy weiß, dass ihre Mission so gut wie unmöglich ist. Dass sie jetzt auch noch ein Auge auf den mysteriösen Shaw haben soll, der von einem Geist besessen war und seitdem keinerlei Erinnerung an seine Vergangenheit hat, passt ihr daher gar nicht. Vor allem, weil das Kribbeln zwischen ihnen mit jedem Augenblick, den sie miteinander verbringen, heftiger wird. Und das ist nicht nur für Roxys Herz gefährlich, sondern auch für ihr Leben. Von Anne Petzold erwartet uns nächstes Jahr dann noch Band 2 der On-Ice-Reihe. Band 1 war ja Right Here, Stay With Me und jetzt gibt es Right Now, Keep Me Warm. Es hat auch so ein Eisthema, Eiskunstlaufen-Thema und hier lese ich auch gerne kurz den Klappentext vor. Marley hat Angst. Angst davor, ihre Wohnung zu verlassen. Doch als sie nach 60 Tagen innerhalb ihrer eigenen vier Wände gezwungen ist, zum ersten Mal wieder nach draußen zu gehen, trifft sie ausgerechnet auf Aaron. Den Eiskunstläufer, dessen Videos sie während der letzten Wochen übers Wasser gehalten und ihr geholfen haben, die Realität wenigstens für einen kurzen Augenblick zu verdrängen. Was Marley jedoch nicht ahnt, Aaron, der ihr mit seinen Filmen so viel Mut und Hoffnung gegeben hat, leidet selbst. Denn seit seinem Unfall vor 60 Tagen hat er sich nicht mehr aufs Eis getraut. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr tiefgründigen und emotionalen Geschichte und nach zwei Personen, die irgendwie beide ein bisschen gebrochen sind, aber sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen helfen könnten. Anja Oma wird dann nächstes Jahr weiter ihre Reihe veröffentlichen, die Sturmtrilogie. Es wird nämlich rauskommen Band 2 Nebelschimmer und Band 3 Gewitterleuchten. Band 1 war ja Regenglanz, den fand ich ja sehr, sehr gut, der hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen freue ich mich extrem tatsächlich auf Band 2 und 3 und die wird es auch wieder mit exklusivem Farbschnitt in der ersten Auflage geben. Deswegen freut euch da auf jeden Fall drauf. In Band 2 geht es nämlich um Color. Damals, Kala und Jasper. Sie waren das perfekte Pärchen. Das, von dem alle dachten, es würde für immer zusammenbleiben. Doch manchmal hat das Leben andere Pläne. Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Und manchmal führen einen diese Entscheidungen weit weg von zu Hause. Heute, nach mehr als einem Jahr im Ausland, ist Kala wieder zurück in Deutschland und studiert in einer kleinen Studentenstadt an der Ostsee. Sie ist froh, wieder zu Hause bei ihren Freundinnen zu sein. Sie hat Alyssa und Leo unheimlich vermisst. Ihren Ex-Freund Jasper wiederzusehen, löst hingegen jede Menge widersprüchliche Gefühle in ihr aus. Wut, Verletzung und Sehnsucht. Verdammt, es war doch richtig, sich von ihm zu trennen. Nur leider hört ihr Herz nicht auf ihren Kopf. Das finde ich extrem interessant als Thema tatsächlich. Das ist halt so ein bisschen aufgebrühter Kaffee. Und das finde ich irgendwie interessant, da mal zu erfahren, wie es dann tatsächlich weitergeht. Also einziehen werden die Bücher auf jeden Fall bei mir, Band 2 und 3, weil ich ja Band 1 auch so toll fand. Dann habe ich noch eine wahrscheinlich für viele von euch sehr interessante Fantasy-Reihe, die nächstes Jahr weiterhin übersetzt wird, nämlich von Tracy Wolff, die Reihe rund um Crave und Crush und Covet.
Und nächstes Jahr erscheinen, wie gesagt, dann Band 2 und 3. Auch hier steht wieder limitierte Erstauflage mit Farbschnitt. Also wenn das für euch interessant ist, dann versucht auf jeden Fall immer die Bücher vorzubestellen, denn dann hat man in der Regel eigentlich immer den Farbschnitt. Hier lese ich mal Band 1 vor, den Klappentext, denn das ist ja eine Reihe, die aufeinander aufbaut. Übrigens habe ich die Bücher bisher noch nicht gelesen oder beziehungsweise Band 1 noch nicht gelesen. Ich bin da sehr widersprüchlicher Ansichten, beziehungsweise also in mir selber ist so ein kleiner Widerspruch. Einerseits bin ich neugierig, nachdem ich so viele unterschiedliche Meinungen gehört habe. Andererseits haben mich auch viele Meinungen einfach sehr abgeschreckt, weil ich nicht nur Positives gehört habe. Also ich habe sehr, sehr viele Rezensionen auch gelesen, die alle davon dann schrieben, dass es eine toxische Situation ist, in der sich die Protagonistin hier befindet im Zusammenhang mit dem männlichen Protagonisten und dass es eben ja auch sehr klischeehaft ist und dass es halt wirklich nicht gut ist. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, einerseits will ich mir selber eine Meinung darüber bilden, andererseits habe ich auch keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Das ist noch so ein bisschen ein kleiner Widerspruch in mir. Aber ich lese euch gerne nochmal den Klappentext vor. Es geht um Folgendes. Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace buchstäblich ins kalte Exil. Die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat leitet, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die Schüler sind nicht weniger mysteriös, allen voran Jackson Vega, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt. Trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist. Doch Jackson hat seinen Ruf nicht umsonst. Je näher sie und der unwiderstehliche Bad Boy aneinander kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace. Offensichtlich hat es jemand auf sie abgesehen. Also es klingt schon sehr interessant, aber wie gesagt, ich bin da irgendwie aktuell noch nicht so ganz davon überzeugt, das zu lesen. Dann wurden jetzt in der Zwischenzeit endlich Informationen zu Prison Healer rausgegeben. Das hatte ich ja in meinem englische Übersetzungsvideos schon angesprochen, aber da habe ich nichts darüber gefunden, weil es bei der Instagram-Seite vom Löwe Verlag zum damaligen Zeitpunkt wirklich nur das Coverbild gab und noch nichts an weiteren Infos, wann es rauskommt oder sonst irgendwas. Aber es erscheint jetzt schon im Februar sogar und es wird übersetzt von Sandra Knuffinke und Jessica Comina. Und es geht um Folgendes, übrigens ein sehr interessantes Thema und es soll ein sehr, sehr gutes Buch sein. Deswegen möchte ich es auch dringend lesen, auch wenn ich es ja hier auf Englisch im Regal habe. Es steht ja immer hier. Seit ihrer Kindheit lebt die 17-jährige Kiva in Salindorf, dem brutalsten Gefängnis von Vanderau. Als Heilerin kümmert sie sich um alle Insassen. Doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss Kiva nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementarurteil unterziehen. 4 Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sie sind beide frei. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönigin sterben. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Und da gibt es ja inzwischen sogar schon auf Englisch den zweiten Band. Und ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, es vorher noch auf Englisch zu lesen. Aber da das Buch bereits im Februar erscheint, weiß ich nicht, ob das klappt. Dann erscheint im Januar auch noch von Nina Belinsky A Storm Between Us. Das ist ja der dritte Teil der Between Us-Reihe. Und ich denke mal, viele werden auf den auch schon sehnsüchtig warten. Es geht um dieses Thema. Seit ihrer besten Freundin etwas Furchtbares zugestoßen ist, wofür Mia sich die Schuld gibt, lässt die Studentin niemanden mehr an sich heran. Nur ihre Rockband gibt ihr ein wenig Halt. Als Mia bei einer Bandprobe den attraktiven Noah kennenlernt, ist ihr erster Impuls, ihn auf Abstand zu halten. Stattdessen geht Noahs offene, einfühlsame Art Mia unter die Haut. Vor allem, als sie feststellt, dass es auch in seinem Leben etwas gibt, das ihn sehr verletzt. Doch anders als Mia verschließt Noah sich nicht vor der Welt. Kann er ihr zeigen, dass sie die Mauern, die sie um sich errichtet hat, einreißen kann? Kann er ihr helfen, sich der Liebe und dem Leben gegenüber wieder zu öffnen? Das Rock-Thema ist nicht so ganz meins. Ich denke mal, deswegen werde ich das Buch auch aussetzen. Aber abgesehen davon, wie gesagt, ist der dritte Teil und ich denke mal, ein paar von euch werden schon darauf warten. Und wo wir gerade bei Nina Belinsky sind, es wird auch eine neue Reihe von ihr geben, nämlich Love Down Under und der erste Band wird heißen No Flames Too Wild. Eine Liebe, die einen Neuanfang möglich macht und alte Schuld heilen kann. Je mehr ich über New Adult Romane rede, desto mehr fällt mir mal auf, wie ähnlich die Themen teilweise sind. Also oftmals, wo irgendjemand verstorben ist, jemand damit noch irgendwie zu kämpfen hat oder etwas Schlimmes passiert ist, aber das ist nun mal einfach dem Genre geschuldet. Da kann man nicht ganz so speziell werden wie bei Fantasy, wo ja wirklich alles möglich ist. Also von irgendwelchen fliegenden Leuten über Hexen, über Dämonen, über alles Mögliche. Das hat man ja bei den New Adult Romanen einfach nicht. Deswegen muss man sich natürlich ähnlicher Themen bedienen. Aber da gibt es natürlich auch immer spezielle Unterschiede,
zwischen den AutorInnen und auch die Schreibstile sind unterschiedlich. Also es gibt dennoch trotz der Ähnlichkeiten natürlich auch Unterschiede. Aber es fällt mir trotzdem immer mehr auf, je mehr ich solche Videos mache. Auf jeden Fall geht es hier um folgendes Thema. Auf der Suche nach ihrem australischen Vater, den sie nie kennengelernt hat, verschlägt es die 21-jährige deutsche Isabel Tanda in die kleine Küstenstadt Eden im South Wales. Wegen heftiger Buschbrände wird in einem Koala-Reservat dringend Hilfe benötigt und weil Isabel Geld braucht, nimmt sie den Job an, obwohl sie seit einem traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit Angst vor Tieren hat. Isabel versucht sich eher im Büro nützlich zu machen und lernt so Liam kennen, dessen Eltern das Reservat betreiben. Mit seiner ruhigen, nachdenklichen Art fasziniert er Isabel, bleibt aber seltsam verschlossen. Sie kann nicht ahnen, dass Liam, dem die Koalas und das Reservat alles bedeuten, eine riesige Schuld auf sich geladen hat. Klingt auf jeden Fall auch gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie nicht so ganz das, was mich jetzt anspricht. Von Kim Nina Ocker wird nächstes Jahr auch eine Dilogie erscheinen, nämlich Band 1 Every Little Secret und Band 2 Every Little Lie. Und es wird auch noch Band 2 der 5-Jahreszeiten-Dilogie erscheinen nächstes Jahr. Also haben wir wieder einige Bücher von ihr. Ich gucke mal, ob wir zuerst die 5 Jahreszeiten, ob ich das hier irgendwie finden kann. Das ist Band 1. Wo finde ich? Da ist Band 2. Der erscheint nämlich nächstes Jahr am 1.3. voraussichtlich. Und hier lese ich zwar trotzdem lieber mal den Klappentext vom ersten Band vor, weil ich glaube, das baut aufeinander auf. Aber das hatte ich euch auch schon mal vorgestellt und das fand ich auch extrem interessant. Als Bloom zu einer Hüterin des Winters bestimmt wird, bricht ihr ganzes Leben über Nacht in sich zusammen. Denn obwohl sie zu einer der 4 magischen Herrscherfamilien gehört, die seit Generationen den Kreislauf der Jahreszeiten aufrechterhalten, wollte Bloom sich aus alledem heraushalten und stattdessen weit weg studieren. Doch nun muss sie von Oslo nach Amsterdam fliegen, um das Amulett der Jahreszeiten an den Hüter des Frühlings zu übergeben. Sie ahnt nicht, dass diese eine Begegnung und ein einziger Kuss genügen werden, um nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Familie und die gesamte Welt, wie Blum sie kennt, in Gefahr zu bringen. Fand ich ja damals schon sehr interessant, als ich das vorgestellt hatte. Ich weiß gar nicht, warum es dann wieder außerhalb meiner Aufmerksamkeit verschwand, aber ich glaube, das muss ich mir auch noch mal weiter in Erinnerung halten. Jedenfalls noch mal zurück zu der Secret Legacy-Reihe, so heißt die, oder Dilogie. Da geht es um folgendes Thema. Als Julie erfährt, dass ihre biologische Mutter, die sie nie wirklich kennengelernt hat, ihr ein großes Vermögen vererbt hat, ist die Chance auf finanzielle Unabhängigkeit für die junge Studentin zu verlockend, um sie verstreichen zu lassen. Doch um das Erbe antreten zu können, muss sie vorübergehend Teil des einflussreichen Familienunternehmens werden. Eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändert. Julie trifft auf eine Welt voller Luxus, Intrigen, Neid und auf Caleb, dessen intensive Blicke Julie trotz seiner abweisenden Art immer wieder aus dem Konzept bringen. Und plötzlich erreichen sie beunruhigende Anrufe und mysteriöse Drohbriefe, die Julie Angst einjagen. Klingt auf jeden Fall auch nicht verkehrt, aber erinnert mich irgendwie auch schon wieder an ein anderes Buch vom Thema her. Von Matt Haig wird nächstes Jahr auch ein neues Buch erscheinen, nämlich Der fürsorgliche Mr. Cave. Und da Matt Haig auch, ich glaube, tatsächlich sogar ein Brite ist, wird das Buch natürlich auch übersetzt von Sabine Hübner. Und es geht um folgendes Thema. Matt Haig hat ja auch immer sehr interessante Themen, wie ich finde. Zuletzt hatte er veröffentlicht oder kam ja auf Deutsch raus, die Mitternachtsbibliothek. Und ich denke mal, das Buch wird mich auch wieder interessieren. Also wahrscheinlich wird das auch wieder bei mir einziehen. Wie weit geht ein Vater, um seine Tochter vor der Welt zu schützen? 3-mal schon musste Antiquitätenhändler Terence Cave den Verlust eines geliebten Menschen verkraften. Erst den Selbstmord seiner Mutter, dann den Mord an seiner Frau und schließlich den tragischen Tod seines Sohns Ruben. Geblieben ist ihm nur noch seine Tochter Byrony, Rubens Zwillingsschwester, und das Gefühl, dass ihm alle genommen werden, die er liebt. Umso verzweifelter versucht Terence nun, seine wunderschöne Tochter vor jeder Gefahr zu schützen, koste es, was es wolle. Doch die 15-jährige Byrony riskiert immer mehr, um aus dem goldenen Käfig ihres Vaters auszubrechen. Und Terence muss sich fragen, ob er sie wirklich nur beschützen will. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich kann natürlich total verstehen, dass wenn man so viele Verluste erlitten hat, man alles dafür tut, das letzte Familienmitglied zu schützen, was einem noch geblieben ist. Aber man darf natürlich nicht übers Ziel hinausschießen und seine Tochter quasi einsperren. Deswegen bin ich da mal sehr interessant, wie das dann endet vor allem. Und dann habe ich jetzt noch ein letztes Buch für heute zumindest auf der Liste. Das ist von Kira Moon, The Sea in Your Heart. Und das ist Band 2 der Island-Reihe. Band 1 war ja The Sky in Your Eyes und hier wird es um Lilia gehen.
Lilia bietet auf Island Whale-Watching-Touren an. Sie liebt die Tiere und ist eine vehemente Gegnerin der insbesondere isländischen Walfangindustrie. Nur hat sie durch ihre Protestaktion inzwischen eine Klage am Hals. Um sich von dem ganzen Ärger abzulenken, geht sie eines Abends in eine Bar und lernt dort Jules kennen. Zwischen den beiden funkt es sofort und Lilia lässt sich auf einen One-Night-Stand ein. Zumindest dachte sie, es würde ein One-Night-Stand, aber Jules will sie wiedersehen. Lilia stimmt einem zweiten Date nur zu gerne zu. Doch dazu kommt es nicht, denn sie trifft Jules das nächste Mal vor Gericht wieder. Als Anwalt der Gegenpartei. Finde ich auch eine interessante eine Thematik, die sehr interessant ist auf jeden Fall. Dann war es das jetzt mit diesem ultralangen Video. Wie gesagt, ich freue mich über alle Ergänzungen, die ihr in den Kommentaren macht. Wenn da noch weitere Bücher erscheinen, könnt ihr das gerne dort reinschreiben. Ich denke mal, andere freuen sich dann auch, die Kommentare zu lesen. Und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Das hat, wie gesagt, einiges an Arbeit gekostet, alles immer so mitzuschreiben und mir vorzumerken, damit ich auch nichts vergesse. Es wird sicherlich das eine oder andere vergessen sein, aber das ist jetzt hoffentlich nicht ganz so dramatisch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und falls ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!